Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Enderal. Es ist lange her. Also, lange ist relativ, aber drei Wochen her? Bestimmt. Dann kam zwischendurch mal eine Folge. Dann kam die Zwischenprüfung dazwischen, wie der Name schon sagt, und hat mich wieder rausgehauen. Aber Zwischenprüfung überstanden, Krankheit überstanden. Jetzt kann es weitergehen. Ich hoffe jetzt wieder regelmäßig. Ich habe gerade gesehen, wir haben 3 Erinnerungspunkte, die wir noch vergeben möchten, ehe wir mit... Name ist mir entfallen. Warum öffnet sich bei J das System? Ich würde gerne die Quest öffnen. Geht das hier nicht? Gut, dann geht das hier wohl nicht. Mit L... Lila, la, lari, la. Ihr wisst schon, wir starten davor. So, wollte ich denn hier in diesem Baum etwas? Oder hier mit den Giften? Was war das denn? Ach, mehr Wirkung durch Alchemiekram. Mhm. Ah ja! Tragt ihr ausschließlich eure Rüstung mit eurer Ausdauer um 30% schneller wiederhergestellt? Sowas wollten wir. Schattenzungenöl. Werft ein Fläschchen, das beim Aufprall eine glitschige Ölpfütze erzeugt, die eure Gegner ausrutschen lässt und langsamer macht. Halte ich jetzt persönlich für nicht ganz so wichtig. Das ist ziemlich cool. Leichtes Gepäck. Das mit der Tragkraft auch. Gift, das auf eure Waffen aufgetragen wird, hält nur doppelt so lange. Also 2 Schläge, kann das sein? Betäubungslinie, Doppelklingenhans. Irgendwas hier noch, was mit Stufen freigeschaltet werden muss. Nö. Ich sehe nichts. Die unten hatten wir ja auch schon, ne? Würde mich wundern, wenn nicht. Ja. Mein Gott, haben wir schon... Was haben wir für ein Level? 44. Holla. Dann nehmen wir das mit dem Öl. Und holen uns noch leichtes Gepäck dazu. So. Ich hoffe, die Aufnahme wird jetzt hier nicht zwischendurch abbrechen. Ich habe nämlich vergessen zu gucken, wie viel Festplattenspeicher noch vorhanden ist. Doof gelaufen. Naja. Wird schon. Wenn wir 25 Minuten aufnehmen, sind das zwar ein paar Gigabyte, aber es dürften nur noch For Honor-Folgen da sein, die auch noch gerendert werden müssten. So, wie war dein Name? Ah, war gar nichts mit L. Verdammt! Kalia! Genau. Kalia Sakharisch. Na, mal schauen, was wir da zu besprechen haben. Saira, es tut gut, dich zu sehen. Ich habe gehört, was auf der Halbmondinsel geschehen ist. Es ist ein Wunder, dass du und der Söldner es unbeschadet zurückgeschafft habt. Aber Krieg, das ist doch so verrückt, so unnötig und verrückt. Da kann ich dir zustimmen, das ist Krieg immer. Was gibt es Schöneres als einen unnötigen Krieg, wenn das Ende der Menschheit bevorsteht? Sehr zynisch. Nö, ich finde das erste ganz gut. Du scherzt, aber leider scheint mir das die Wahrheit zu sein. Sag mir, Saira, wie ist es möglich, dass wir alle so unterschiedliche Auffassungen davon haben, was das Beste füreinander ist? Warum wollen wir einander immer an die Kehle? Menschen, denen es schlecht geht, suchen nach einer einfachen Antwort auf ihr Unglück. Und das endet häufig in Gewalt. Vielleicht liegt es einfach in unserer Natur. Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Das stimmt aber. Das merkt man ja heutzutage umso mehr, dass Menschen, die unglücklich sind, Antworten auf dieses Unglück suchen. Und das sind meistens nicht die richtigen Antworten, sondern die einfachsten. Ja, die Flüchtlinge klauen uns die Arbeit, deswegen kriegen wir keine. Ist jetzt nicht unbedingt der Grund, ja. So ist das.
Deswegen werde ich die Antwort auch nehmen. Menschen, denen es schlecht geht, suchen nach einer einfachen Antwort auf ihr Unglück und das endet häufig in Gewalt. Leid bedingt mehr Leid. Das ergibt Sinn. Weißt du, was mir so schwerfällt zu verstehen? Warum gibt es so wenige Menschen, die all das überhaupt kümmert? So wenige, die wie du und ich den Wunsch verspüren, etwas zu ändern. Es gibt Momente, da fühle ich mich einfach so verdammt machtlos. Als reiten wir alle auf den Abgrund zu, die Hände in die Luft gestreckt und mit einer Binde um die Augen gewickelt. Und obwohl wir spüren, dass es bergab geht, wenn wir nicht bald etwas ändern, tun wir nichts. Kennst du das Gefühl? Du meinst, du verstehst nicht, warum den meisten Menschen egal ist, was auf der Welt passiert? Ja, ich meine, ist es denn so schwer zu sehen, dass die Welt, in der wir leben, eine so viel bessere sein könnte, wenn wir alle einen Arm weit weiterdenken würden als vor unsere eigene Haustür? Du verstehst doch, was ich sagen will, oder? Du kennst dieses Gefühl doch bestimmt auch. Ja, nur zu gut sogar. Das dachte ich mir. Wenn ich an all das denke, fällt es mir oft so schwer, keine Wut zu empfinden. Nimm die Oberstädter mit ihren exotischen Düften und bunten Gewändern. Sie könnten doch so viel ändern, wenn sie einfach nur wollten. Aber nein, sie tun es nicht, weil ihnen das Schicksal der Armen und Mittellosen einfach egal ist. Manchmal wäre ich wirklich versucht, welche von ihnen am Kragen zu packen, sie in die Unterstadt zu zerren und ihre Gesichter in den Dreck zu reiben. Sie zu zwingen, nur ein einziges, verfluchtes Mal hinzusehen. Aber vermutlich würde selbst das nicht helfen. Ich habe manchmal das Gefühl, wir stehen immer nur dann für etwas ein, wenn es uns unmittelbar betrifft. Wer kämpft schon gegen Armut, wenn er nicht selbst einmal darunter zu leiden hatte? Da hast du wohl recht. Leider. Ja. Herrje. Da überlebst du gerade so eine Mission und schon bin ich wieder da, um dich mit meinen düsteren Gedanken zu bombardieren. Ich schätze, ich bin einfach nicht die Richtige für heitere Gespräche. Tut mir leid. Hier gibt's viele Antworten, die ich gerne nehmen würde. Hier etwas witzig. Du hast Substanz, das ist kein Verbrechen, im Gegenteil sogar, genau. Und die Gespräche, ja, das kann ich über jedes Gespräch in dieses Spiel sagen. Ich mache einfach eine witzige Antwort in der Hoffnung, sie aufheitern zu können. Das ist schon in Ordnung. Den heiteren Teil unserer Gespräche übernehme ich dann einfach in Zukunft. Sayira, ich muss dich etwas fragen. Du hast nun schon öfters solche Dinge gesagt. Wieso? Dinge? Komplimente. Kommentare darüber, dass du mich... Ich weiß nicht so recht, wie ich es formulieren soll. Habe ich? Ich kann mich nicht dran erinnern. Ja, ich finde sie jetzt eigentlich nicht schlimm. Also, ich mag sie tatsächlich. Jetzt nicht so, dass ich, glaube ich, in eine Beziehung mit dir werfen würde, aber ich mag sie. Weil ich dich mag. Ist das schlimm? Nein, aber ich denke nicht, dass das eine gute Idee ist. Warum? Moment. Nein, nicht das mögen. Nicht lernen. Mando! Ich bin nicht die Richtige für solche Dinge. Ich habe nie das Bedürfnis danach gespürt und offen gestanden halte ich es für gefährlich. In meinem Fall zumindest. Nie das Bedürfnis danach gespürt? Du meinst, du hattest noch nie jemanden im Auge? Nein, habe ich nicht. Wieso sollte das gefährlich sein? Weil. Du weißt eine Menge über mich, Sayira, und ich weiß das sehr zu schätzen. Das ist auch der einzige Grund, warum ich dir das eben erzählt habe. Also bitte respektier's einfach. Jetzt lass uns hier erstmal einen Schnitt machen. Es gibt noch eine Menge zu tun. Die ersten Schiffe der Nerimesen werden bald anlegen und wir müssen vorbereitet sein.
Jetzt hat sie mich falsch verstanden. Verdammt! Man kann jemanden doch auch freundschaftlich mögen, auch wenn diese Person vom anderen Geschlecht ist. Soll funktionieren, habe ich gehört. Naja, gut. Tatsächlich habe ich gerade keine Lust, diese Nebenquest hier zu machen mit den Vögeln. Ich habe auch gar keine Lust, Sechshuf zu erledigen oder irgendwelche Artefakte zu suchen. Das können wir alles später noch machen. Ich würde jetzt gerne tatsächlich die Hauptquest weitermachen, um wieder ein bisschen reinzukommen in die Geschichte. Ich mag das nicht, wenn zu lange Pausen dazwischen sind, ehe man wieder die Hauptstory weitermacht. Da vergisst man gerne mal, was passiert ist. Das nimmt die Spannung ein bisschen raus. Wir haben jetzt echt genug Folgen damit verbracht, irgendwelche Sachen zu erkunden. Bestimmt wieder 10, 15 Folgen gewesen. Mindestens. Aber das ist doch lächerlich. Wir müssen zumindest versuchen zu verhandeln. Ihr kennt seine Forderungen. Das ist keine Basis für Verhandlungen. 100 Mal den 70. Vers. Er hat es nicht gesehen. Er hat nicht gesehen, was wir gesehen haben. Die Aufzeichnungen, die Erinnerungen des Propheten. Wenn er das nur begreift. Taranor Koarek würde sich eher von seinem Kamm trennen, als sich einen Fehler einzugestehen. Glaubt mir, ich kenne ihn. Sicherlich hat der Großmeister schon eine Lösung parat. Schließlich war er ja auch so schnell darin, Koareks Verhandlungsversuche im Keim zu ersticken. Zuerst warten wir auf die Rückkehr der Gruppe. Dann sehen wir weiter. Aber es ist schon... Mesdames, Messieurs... Scheiße. Wo wart ihr so lange? Und wo ist Konstantin? Das ist eine lange Geschichte. Und das waren seine letzten Worte? Ich kann das nicht glauben. Ja. Nur ein weiteres Opfer der Hohen. Und wenn wir das Leuchtfeuer nicht bald gangbar machen, wird es nicht das letzte sein. Richtig, das Leuchtfeuer. Wenn das erstmal steht, dann können wir den roten Wahnsinn einfach wegleuchten, nicht wahr? Alternativ könnten wir auch endlich beginnen, nach einem alchemistischen Heilmittel für diese Krankheit zu suchen und die Verhandlungen mit Nerim wieder aufnehmen. Im Arsch des Propheten, könnt ihr nicht einfach mal die Klappe halten? Ihr tut den ganzen Tag nichts anderes, als Sprüche zu klopfen, die uns, abgesehen davon, dass sie nerven, der Lösung keinen beschissenen Schritt näher bringen. Wieso verschwindet ihr also nicht einfach ins nächste Badehaus und quält die Waschweiber dort mit eurem ewigen Lamento? So ist das eben. Damit wäre ausnahmsweise mal jemandem geholfen. Das nehmt ihr zurück. Tue ich das? Kommt doch her und zwingt mich. Blasphemie? Reicht es aber! Das ist Blasphemie. Sonst was? Werdet ihr mich töten? Darin seid ihr ja gut, ihr und euer beschissener Orden. Ruhe! Ihr seid wütend, Lishari Pegast, und das verstehe ich. Aber in dem Moment, in dem ihr eure Wut dieses Bündnis zerreißen lasst, war Funkenschlags Opfer umsonst. Ist es das, was ihr wollt? Ich... Ist es das, was ihr wollt? Nein. Nein, das will ich nicht. Gut, denn ich bin es leid, meine Zeit mit diesen albernen Streitigkeiten zu vergeuden. Wir haben eine Verantwortung und der werden wir nachkommen. Schön gesagt, Arantea. Und wie genau stellt ihr euch dieses Nachkommen vor? Ohne die Energiequellen nützt uns das Leuchtfeuer ungefähr so viel wie ein Haufen Altmetall. Die Chronisten forschen daran, was diese Quellen sein können, und sie werden die Antwort finden. Novize, hol Kommandantin Erin. Wir müssen die Verteidigung des Landes planen. Prophet, trefft mich am Leuchtfeuer, sobald ihr euch erholt habt. Jetzt an die Arbeit. Wo war denn das Leuchtfeuer? Bitte, Thealor. Was Jorek gesagt hat, ist die Wahrheit. Einen Krieg gegen Nerim können wir nur verlieren. Ich weiß, dass es hart wird, aber wir haben keine Wahl. Das Leuchtfeuer ist die einzige Waffe, die wir gegen die Hohen haben. Bevor wir da jetzt hingehen, wie viel kann ich tragen? Wir waren schon verkaufen, wie ich sehe. Abgesehen von so ein, zwei Kleinigkeiten. Na dann würde ich gerne noch mit dir sprechen. Der Sonne sei Dank habt ihr es geschafft. Konstantin hat es nicht verdient, so zu sterben. Da stimme ich zu. Das ist nicht gerecht. Nein, das ist es nicht. Jemand wird dafür zahlen. Dafür werde ich sorgen. Ich muss so bald wie möglich mit euch sprechen.
Es geht um das Siegel bei den Söldnerbriefen. Ich glaube, ich habe eine Fährte. Oh, tatsächlich, und? Ihr Auftraggeber stammt aus Enderal. Genau genommen aus Ark. Aber sprechen wir nicht hier darüber. Trefft mich, sobald ihr könnt, im tanzenden Nomaden. Ich werde im hintersten Zimmer auf der rechten Seite sein. Klopft einfach dreimal und dann öffne ich euch. Gut, ich komme, sobald ich mit Arantial gesprochen habe. Ja, beeilt euch. Okay. Ich würde gern mit dir... Hallo? Ich habe gerade eine Aufgabe bekommen. Wieso würde ihr keine Sau mit mir reden? Ich hätte jetzt gern mit dem Streit... Also über den Streit mit ihm gesprochen. Vielleicht, wenn ich wieder reinkomme, also raus und dann wieder reingehe. Das ist ja blöd. Jetzt habe ich die Möglichkeit, mich nochmal mit ihm zu unterhalten, dann geht das nicht? Oder soll ich das erst beim Leuchtfeuer machen? Nee. Der Pfeil war jetzt da drüber und beim Leuchtfeuer. Was mir positiv aufgefallen ist, wir haben eine angemessene FPS-Zahl. Sind jetzt keine 60, aber so auf die 30 kommen wir. Also, 60 werden bei der Aufnahme eh nicht sein. Wir nehmen ja nur mit knapp 30 auf, weil YouTube eh nicht mehr macht. Der verfluchten Maschine einen Krieg in Kauf zu nehmen, das bedeutet einen Verdacht über das Leben von Tausenden zu stellen. Der Mann, den ich kannte, hätte niemals so gehandelt. Der Mann, den du kanntest, ist tot. Ich habe mehr als einmal aus Angst und Eigenwahn Entscheidungen getroffen und immer waren sie die falschen. Und hör endlich auf, so zu tun, als ginge es dir hier noch um Ratio. Dir geht es darum, dass das, was uns erwartet, Opfer bedeuten könnte. Und die bist du nicht bereit zu bringen. Opfer. Das Einzige, worum es hier geht, ist dein verdammter Stolz. Ja, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, Natara, aber wir wollen die Welt retten, also... Gehst du jetzt? Sag mal. Schreitet wohl. Gut. Ansprechen kann ich ihn ja nicht. Dann gehen wir halt einfach zum Leuchtfeuer. Vielleicht können wir einfach vor dem richtigen Gespräch nochmal das andere ansprechen, den Streit. Weil reden kann ich ja jetzt mit ihm nicht und ich habe auch keine Lust, jetzt die ganze Zeit hinterher zu laufen, bis es vielleicht mal gehen könnte. Wäre mir auch zu blöd. Kleine Information übrigens, mal so nebenbei am Rande. Jetzt, wo die alte Splittermundgruppe abgeschlossen ist... Das heißt, euch die Splitter des Siegelsteines. Ich hätte nicht gedacht, dass einer sagen würde, aber... Dürfte es gar nicht mehr so lange dauern, bis die neuen Splittermund-Folgen kommen und ich... kann, glaube ich, auch versprechen, dass da bei den späteren Episoden eine kleine Überraschung auf euch wartet. Wow. Was war das eben im Emporium? Euer Streit mit Natara? Belanglos. Nein. Dieser wahnsinnige Korarek mischt die Karten komplett neu. Aber es gibt auch gute Neuigkeiten. Ihr habt es sicherlich schon gesehen. Ich denke schon. Ihr habt das Leuchtfeuer vollständig rekonstruiert. Physisch ja, und wir wissen nun, wie es funktioniert. Und warum es tatsächlich den Zyklus aufhalten kann. Ach so? Ich ahne Übles. Wie? Es ist simpler, als wir gedacht haben. Es ist eine Konstruktion, die, sobald sie vollendet ist, in der Lage sein wird, die Hohen zu vernichten. Ich frage mich gerade... Sind wir die Hohen? Also, die Menschen an sich? Das wäre unangenehm. Vernichten? Aber wie soll das funktionieren? Die Hohen sind doch... Immateriell, ja. Am ehesten sind sie mit Kälte oder Schatten vergleichbar. Allgegenwärtige Elemente, die aber für uns ungreifbar sind. Energie, wenn ihr so wollt. Aber jede Energie hat auch ein Gegenstück. Kälte, das Feuer, Schatten, das Licht. Und die Hohen, das Leuchtfeuer.
Ihr meint, das Leuchtfeuer kann eine Art Energie freisetzen, die die Hohen vernichtet? Die sie annulliert, ja. Stellt es euch wie eine Fackel vor, die im Moment ihres Zündens die Dunkelheit vertreibt. Nur, dass das Leuchtfeuer die Hohen permanent bannt. Gut, und was fehlt uns noch, um es zu aktivieren? Sharim erwähnte etwas von Quellen. Ja, das sind die drei Fassungen, aus denen es Kraft bezieht. Sind sie gefüllt, kann das Leuchtfeuer entzündet werden und damit die Hohen annullieren. Zumindest laut den Aufzeichnungen. Aber ihr habt es schon gehört, wir wissen noch nicht, was die Quellen sind. Gebt den Arkanisten also noch etwas Zeit. Ich werde euch wissen lassen, wenn es Neuigkeiten gibt. Seht bis dahin zu, dass ihr euch angemessen ausrüstet. Manche der Nerimesen sind schon an Land und die Ausbrüche des roten Wahnsinns werden immer häufiger. Gibt es denn nichts, was wir gegen den roten Wahnsinn tun können? Beispielsweise ein paar der Splitter unter dem Volk verteilen? Es sind nicht genug. Und die wenigen, die wir noch haben, müssen wir uns erhalten, im Falle, dass etwas Unerwartetes passiert. Das Einzige, was wir tun können, um diesen Wahnsinn zu stoppen, ist, die Hohen so schnell wie möglich zu vernichten. Die Trochessa hat die Sache von Kyra erwähnt. Was meint sie damit? Ich schätze, jetzt macht es keinen Unterschied mehr. Dank euch tappen wir nicht mehr im Dunkeln. Und wenn ihr ehrlich zu mir wart, dann werde ich es auch sein. Ist euch die Nacht der 1000 Feuer ein Begriff? Aber nö, nur vage. Zwischen 8182 und 8190 nach Sternenfall gab es in Kyra eine Untergrundbewegung namens Roter Halbmond. Entstanden aus einem Haufen Denker und Philosophen, die unter all der Freiheit, die der lichtgeborene Saldrin ihnen auf Kyra gewährte, begannen, den Herrschaftsanspruch der Goldenen Königin anzufechten. Der Freiheit, die Saldrin ihnen gewährte? Saldrin begriff sich als Gott der Weisheit und des Wissens. Dementsprechend beherrschte er auch sein Land und, besser gesagt, ließ es beherrschen. Keine Meinung ist auf Kyra verboten. Und neben den unzähligen Magierzirkeln gibt es auch Dutzende von Schulen und Universitäten, wo den ganzen Tag nichts anderes getan wird, als über den Grund des Seins zu diskutieren. Ein schöner Gedanke, wenn man ihn das erste Mal sieht. Aber eine scharfsinnige Bevölkerung ist nicht die stabilste. Der Rote Halbmond ist der Beweis dafür. Sie revoltierten gegen die Götter, wie euer Sohn. Ja, wie mein Sohn. Aber sie taten es wie die Feiglinge. Mit toten Kristallen in den Konferenzen des Rats und mit Morden. Zwar gelang es ihnen nie, die Goldene Königin selbst zu ermorden, aber ihr gelang es auch nie, sie unschädlich zu machen. Deshalb wurden wir 7 Jahre später einberufen. Eine Division des Götterordens, angeführt von mir, einem jungen Feldherr, noch keine 30 Jahre alt. Sie haben euch einberufen? Hatte der Orden der Götter keinen Stützpunkt auf Kyra? Keine ernstzunehmenden. Nicht überall war der Götterorden so stark wie auf Enderal oder auch auf Nerim. In Kyra wurden wir verspottet. Ich habe den Haufen Hüter im Palast der Goldenen Königin gesehen. Sie waren lachhaft. Ein Haufen verfressener Bürokraten, die sich lieber den Gelagen am Hof als dem Willen der Götter widmeten. Also solltet ihr das tun, worin die kyranischen Hüter versagten. Was ist passiert? Einen Mond nach unserer Ankunft begannen wir anonymen Hinweisen über ein angebliches Nest des Roten Halbmonds zu folgen. Ein Stützpunkt in einem kleinen Küstendorf. Als wir in das Dorf einmarschierten, erwarteten uns die Ältesten vor dem Ratshaus. Die Dorfbewohner hatten sich hinter ihnen verschanzt, ein Pulk aus Menschen, und starrten uns angst- und hasserfüllt an, als wären wir Raubritter. Ich hätte dann schon merken sollen, dass etwas an der Sache faul war. Ihr meint, die Dorfbewohner fürchteten euch? Wieso? Ihr kamt doch im Auftrag der Königin. Stimmt. Aber der Rote Halbmond hatte Wort gesät, dass wir allesamt nichts als fanatische Schlechter wären, die jeden, der die Offenbarung der Lichtgeborenen nicht Wort für Wort rezitieren könnte, mit dem Tod bestrafen. Sie hatten die ganze Arbeit geleistet. Also war das Ganze ein Hinterhalt? Das wollten sie uns glauben lassen. Und sie taten es gut. Eine vermummte Gestalt hier, ein Bogenschütze auf den Dächern dort. Ich bekam es mit der Angst.
denn mehr als drei Viertel von uns waren eingekesselt. Als dann ein Mann aus der Menge hervorgesprungen kam, gab ich den Befehl. Es war genau der Funke, den es gebraucht hat. Es kam zum Gefecht. Ja, es war ein Massaker. Die Dorfbewohner hatten Mistgabeln und Hirtenstöcke und wir hatten Schattenstahlschwerter. Schon nach den ersten Sekunden merkte ich, dass ich einen Fehler gemacht hatte, aber es ließ sich nicht mehr stoppen. Am Ende des Tages gab es 300 Tote. 10 davon waren Hüter. Aber konntet ihr denn keinen Befehl geben, irgendwas, um den Kampf zu stoppen? Wart ihr jemals in einer großen Schlacht? Selbst wenn wir aufgehört hätten, die Dörfler waren blind vor Angst und Wut. Es war aussichtslos. Aber wozu denn das Ganze? Ihr sagtet, sie wollten euch das glauben lassen. Heißt das, der Rote Halbmond hat diese Auseinandersetzung provoziert? Ja. Und ich bin darauf angesprungen, wie ein Narr. Nach dem Gemetzel zog der Orden wieder ab. Wir hatten die gesamte Bevölkerung Kyras gegen uns. Und selbst die Herolde der Goldenen Königin konnten nichts dagegen tun. 2 Jahre später zerstörte sich der Rote Halbmond selbst durch innere Machtgefechte. Das Dorf ist heute eine Ruine. Ihr seid in Panik geraten. Wie jeder andere es auch getan hätte. Ja, also wenn da Bogenschützen rumlaufen und Vermummte und man eingekesselt ist und dann auch noch ein Mann auf die zuspringt, also schwierig. Aber gleich den Befehl zum Angriff geben? Ich kann ihn jetzt nicht irgendwas vorwerfen, weil ich bin kein Hauptmann, General, Kommandant, irgendwas. Ich habe sowas nie miterlebt. Ich kann das nicht bewerten. Also, ihr seid in Panik geraten, wie jeder andere es auch getan hätte. Vielleicht. Der damalige Großmeister und angeblich selbst die Seraphen hatten das Verständnis, dass ich für mich nicht aufbringen konnte. Aber ich weiß eines, dass ich mich bei meinen Entscheidungen nie wieder aus Angst um mein Leben aus dem Gleichgewicht bringen lassen werde. Was in Kyra geschehen ist, war die Schuld meiner Feigheit. Das wird mir in dieser Schlacht nicht mehr passieren. Es gibt da noch etwas. Wegen meiner Begegnung mit den Hohen auf der Halbmondinsel. Was? Taranor Koarek hält sich für einen der Boten wie wir. Eine Art Heilsbringer. Tatsächlich. Das ist interessant. Das heißt, die Boten sind nicht nur Gestalten, die gegen die Läuterung ankämpfen. Es sind auch Gegenspieler. Und es bedeutet auch, dass das, was uns unsere Fähigkeiten gibt, kein Feind der Hohen ist, sondern etwas anderes. Eine neutrale Macht, die keine Partei ergreift. Das Schicksal. Könnte diese verschleierte Frau, der ich begegnet bin, damit zu tun haben? All das werden wir herausfinden, wenn die Hohen besiegt sind. Jetzt, mit den Nerimesen gegen uns, zählt nur eines. Und das ist entschlossenes Handeln. Die Hohen sagten auch, dass Koarek in Wahrheit kein Bote ist. Und ihr auch nicht. Was? Die Hohen meinten, Koarek hielte sich nur für einen Boten, weil er einer sein will. Weil er wichtig sein will, wenn ihr so wollt. Ah, was tue ich hier? Nein! Ich sehe Unsicherheit und Zweifel. Nicht gut. Nichts. Ha, vergesst es. Nein, ich darf das dem nicht sagen. Wir wissen noch nicht, wie falsch wir liegen. Wenn ich jetzt ihm sage, dass er kein Bote ist, also die Zweifel gestreut und ein entschlossenes Handeln, das wir jetzt brauchen, ist nicht mehr möglich. Nichts. Vergesst es. Das werde ich nicht. Was habt ihr eben gesagt? Nein. Die Hohen meinten, Koarek hielte sich für einen Boten, weil er einer sein will. Weil er wichtig sein will, wenn ihr so wollt. Und ich auch. Das ist lächerlich. Sie wollen euch täuschen, Zwietracht säen. Ich habe die Bedrohung gespürt, noch bevor sie da war. Und ohne mich gäbe es diesen Orden, dieses Bündnis nicht. Ich spüre es, dass sich etwas mit mir geändert hat, seit ich geflohen bin. Auch wenn ich es schwer in Worte fassen kann.
Aber es ist dasselbe, was euch zu dem gemacht hat, was ihr jetzt seid. Da bin ich mir sicher. Jetzt wenden wir uns den wichtigen Dingen zu. Entschuldigung. Ja, dann würde ich sagen, wir beenden die Folge mal, damit ich auch gleich weiterspielen kann. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.